Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Sandy's Happy Place. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Nach meinem Intro geht's gleich weiter. Bleibt also dran. Bis gleich. Heute habe ich euch noch mal eine ruckzuck schnelle Osterdeko, und zwar in meinem großen Windlichtglas wieder mit meinem weißen Ast. Ihr könnt das sehen, wie schnell man doch eine Osterdeko zaubern kann mit ganz wenig. Ich fange hier an mit meinem Federkranz, den werde ich jetzt hier reinwerfen. Der muss natürlich ganz runter, dann kommt dieser schöne weiße Ast dazu. Das könnt ihr auch ganz einfach selber machen, indem ihr euch irgendwo im Garten einen Ast abschneidet. Den habe ich weiß betupft oder besprüht, ich weiß schon gar nicht mehr, den habe ich schon viele Jahre. Also das geht ganz easy und ganz schnell, könnt ihr das selber machen. Dann habe ich hier ein nettes Hasenpärchen, die werde ich jetzt da unten reinsetzen. Mal schauen, wie es platzmäßig geht. So. Ihr seht, die haben auch so rosafarbene Kränzchen rum, dann passt es ganz gut dazu. Dann würde ich hier das Herz dazu setzen, das passt farblich nämlich auch perfekt. Dann habe ich hier Ranunkeln in rosa mit rosa Väschen. Die setze ich jetzt hier auch nacheinander noch rein. So. Können sehen, kann man die Häschen noch sehen? Ja, die kann man auch noch sehen. Dieses Herz ist etwas verrutscht. So. Ja, dann habe ich hier noch ein schönes rosafarbenes Band. Das würde ich jetzt gerne hier rumwickeln. Und mit einer Nadel befestigen. Ihr könnt es natürlich auch mit doppelseitigem Klebeband machen, aber ich hatte das schon mal so gemacht, das hat ganz gut gehalten. So, so schaut's aus. Ich habe jetzt hier noch ein kleines Väschen mit Ranunkeln, allerdings nicht zum Hängen. Das kann man natürlich hier unten noch reinstellen oder man hängt es doch noch etwas höher. Das würde ich jetzt mal machen. Ich würde es mal umbetten hier in ein anderes Väschen und dann stecke ich die Ranunkeln da rein und würde die einfach weiter oben noch platzieren. So. Ja, und so habt ihr ruckzuck eine tolle rosafarbene Osterdeko. So, dann habe ich noch einen Glaskerzenhalter gefunden mit einer passenden rosafarbenen Stabkerze. Das stelle ich jetzt mal dazu. Und dann würde ich mal sagen, ist diese Deko fertig. Das ist jetzt fast ein rosa Traum, kann man sagen. Vielleicht ist es dem einen zu viel rosa, dem anderen vielleicht doch zu wenig, ich weiß es nicht. Ich finde es eigentlich ganz hübsch, der rosa mag. Und ja, mit diesen Ranunkeln, die da natürlich farblich toll rausstechen, mit diesem weißen Zweig dazu, finde ich das sehr hübsch. Natürlich würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch von euch freuen und natürlich auch, wenn ihr demnächst wieder bei mir auf meinem YouTube-Kanal Sandy's Happy Place vorbeischauen würdet. Ich sage Tschüss und bis bald, eure Sandra.